Ist die eine Seite der Camel Trophy. Abenteuer, Action. Und das ist die andere Seite, die normale. Jene Seite, welche die Idee der Camel Trophy ihre eigentliche Philosophie zeigt. Und die heißt, in einem internationalen, völkerverbindenden Team von Amateuren gemeinsam die schwierigsten Hindernisse zu überwinden, die größten Strapazen zu überstehen und die unglaublichsten Aufgaben zu lösen. Mit Teamwork und gegenseitiger Hilfe gemeinsam das Ziel zu erreichen. Das ist die Devise. Seit 10 Jahren wird dieser Idee nachgelebt und sie findet auch heute noch immer neue Anhänger. Auch hierzulande steigt die Anzahl derjenigen permanent, welche die Freuden des Geländefahrens und das Beherrschen vierradgetriebener Geländewagen nicht missen möchten. Der Rückblick auf 10 Jahre Camel Trophy soll deshalb kombiniert werden mit 10 Lektionen zum richtigen Geländefahren. Und das sind dabei unsere Begleiter. Ein Range Rover Vogue 35 Automatik, ein Land Rover 110 Turbo Diesel und ein Camel Trophy Veteran, der das Abenteuer Sulawesi 88 durchgestanden hat. Zuerst jetzt einige Grundregeln zum Geländefahren. Legen Sie den Geländegang ein und sperren Sie das zentrale Differential, bevor Sie in schwieriges Gelände einfahren. Bedienen Sie die Pedale immer äußerst gefühlvoll, ohne abrupte Bewegungen. Bremsen Sie nur, wenn es unbedingt nötig ist. Drücken Sie das Kupplungspedal nur zum Anhalten oder Schalten und nehmen Sie dann den Fuß sofort wieder von der Kupplung. Sonst kann es passieren, dass Sie bei brüsken Bewegungen des Autos versehentlich kuppeln und dann die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren. Halten Sie das Lenkrad mit beiden Händen, ohne mit den Daumen in die Radspeichen zu greifen. Ein Schlagloch könnte sonst schmerzhafte Folgen haben. Vor allem aber beherzigen Sie den obersten Tempogrundsatz für das Fahren im Gelände. So langsam wie möglich, so schnell wie nötig. Schließlich wird in der Camel Trophy nicht bewertet, wer am schnellsten fährt, sondern am besten. Und gerade in extrem schwierigen Trophy-Gelände hat sich dieser Tempogrundsatz bewährt. So langsam wie möglich, so schnell wie nötig. Wir schreiben das Jahr 1980. Zur ersten Camel Trophy durch den brasilianischen Dschungel im Amazonas starten 3 deutsche Teams. Noch können sie nicht wissen, was sie mit ihrem Abenteuer auslösen. 12 Tage lang kämpfen sich die Mannschaften und ihre Begleiter auf der Transamazonica von Belém nach Santarém durch. 1600 Kilometer lang quälen sich die Fahrer durch Moraste und Schlamm, durch Hitze und Feuchtigkeit und oft auch stundenlang durch den ätzenden, staubigen, feinen, roten Sand. Und das alles in gewöhnlichen Jeeps, die sich im Vergleich zu den heute speziell ausgerüsteten Trophy-Fahrzeugen noch wie Spielzeuge ausnehmen. Die heikelsten Situationen sind jene, wo der Urwald die Straße wieder einmal überwuchert hat und man sich irgendwie durchschlagen muss.
Wenn Sie einmal in die Lage kommen sollten, ein Wäldchen oder ein größeres Gebüsch durchqueren zu müssen, durch das keine Straße führt, so scheuen Sie sich nicht, die einfachste Material- und naturschonendste Route zuerst zu erkunden. Halten Sie Ihr Fahrzeug an und gehen Sie zu Fuß die problematische Strecke ab und legen Sie so den genauen Verlauf Ihrer Fahrt fest. Achten Sie dabei ganz besonders auf die Bodenbeschaffenheit unter dem Gestrüpp und dem Unterholz. So können Sie dann tiefen Löchern, allfälligem Morast oder anderen Hindernissen ausweichen. Legen Sie den je nach Bodenbeschaffenheit und Hangneigung geeigneten Gang ein und fahren Sie mit möglichst wenig Gas möglichst gleichmäßig in die kritische Stelle ein. Folgen Sie der festgelegten Route und meiden Sie dabei vor allem Baumstrünke oder größere Steine, die unter Ihr Fahrzeug geraten könnten. Falls Sie nicht darum herumkommen, kleinere Bäumchen oder Sträucher zu überfahren, so tun Sie dies im gleichen, sehr langsamen Tempo. Damit richten Sie nicht nur am Fahrzeug, sondern auch an der Natur am wenigsten Schaden an. Achtung! Falls Sie Bodenhindernisse überfahren müssen, tun Sie dies bei Land- und Ranch-Rovern möglichst mit der linken Fahrzeugseite. Dort ist etwas mehr Bodenfreiheit vorhanden als auf der rechten, wo sich das Differential befindet. Wenn Sie das alles beachten, bleibt auch bei solchen Unternehmungen der Schaden minimal und Sie können beruhigt nach Hause fahren. In unmittelbarer Nähe des Äquators spielt sich 1981 die zweite Camel Trophy ab. Und zwar auf der fünftgrößten Insel der Welt, auf Sumatra in Indonesien. Bereits bei ihrer zweiten Austragung weckt die Camel Trophy großes Interesse, nicht nur bei der einheimischen Bevölkerung. Schon vor der Auswahl der fünf hier im Einsatz stehenden, immer noch rein deutschen Zweiermannschaften, ist die Flut der Anmeldungen in Deutschland derart groß, dass die Schleusen für alle weiteren Camel Trophies mit internationaler Beteiligung endgültig geöffnet sind. Für die 1000 Meilen von Medan nach Jamai werden erstmals Range Rover eingesetzt. Sie bestehen, wie auch die 10 Teilnehmer, die strapaziöse Fahrt von den vulkanischen Bergen im Norden zu den Tropensümpfen im Süden ausgezeichnet. Alle erreichen nach 1600 Kilometern das Ziel. Die größten Schwierigkeiten, welche die Allradfahrzeuge dabei zu bestehen haben, sind die morastigen, dreckigen Straßenabschnitte, die sehr schwer einzuschätzen sind und wo jedes Steckenbleiben stundenlange Bergungsarbeit erfordert. Für morastige, verschlammte Straßen gilt, etwas schneller fahren als auf trockener Unterlage. Und denken Sie daran, wo immer möglich, den sichtbaren Spurrinnen folgen. Leichtes Ausbrechen sollten Sie dabei möglichst nicht mit Gegensteuern korrigieren, denn der Wagen bleibt im Normalfall, auch wenn er seitlich rutscht, spurtreu. Bei starkem seitlichem Radeinschlag müssen Sie nämlich damit rechnen, dass der Wagen zuerst in den Spurrinnen weiterrutscht, dann aber plötzlich seitlich ausbricht. Das Zurückführen in die Spur kostet Schwung, die Fahrt wird unruhig und unregelmäßig und die Gefahr des Steckenbleibens erhöht sich. Zudem belastet diese Fahrweise die Aufhängung Ihres Wagens über Gebühr. Wenn Sie also Ihren Wagen wie gelernt locker und in regelmäßigem Tempo durch den Schlamm steuern, haben Sie noch einen weiteren Vorteil. Eine normale, gründliche Wagenwäsche reicht anschließend aus, um die Spuren der Schlammschlacht restlos zu beseitigen. Wenn Sie in extremen Fällen auch noch den Reifendruck reduzieren, so verbessern Sie die Walkeigenschaften und damit die Selbstreinigung der Reifen. Sie erreichen damit eine noch bessere Traktion und die Gefahr des Einsinkens wird reduziert. Die Camel Trophy-Teilnehmer landen in Papua-Neuguinea.
Der Empfang ist überwältigend und das Interesse der Medien gewaltig. Erstmals wird das Abenteuer Camel Trophy über 1000 Meilen, nämlich mit internationaler Beteiligung, ausgetragen. Je zwei Zweierteams aus Deutschland, Italien, den Niederlanden und den Vereinigten Staaten nehmen daran teil. Die 8 Range Rover werden diesmal unter den Teilnehmern ausgelost. Jeder soll die gleichen Chancen haben. Neu werden zur Ermittlung des Siegers erstmals Spezialprüfungen durchgeführt. Hauptbestandteil der Camel Trophy bleibt aber auch bei der ersten internationalen Durchführung Teamwork. Nur so ist die beschwerliche Strecke von den Bergen in Mount Hagen hinunter zur Küste in Madang zu bewältigen. Und die Mitglieder der über 700 Stämme in diesem Gebiet machen begeistert mit. Sogar wenn ein Trophy-Teilnehmer angesichts einer weggerissenen Brücke sich und seinem Fahrzeug für einmal etwas zu viel zumutet. Es zeigt sich sehr bald, dass die Dachlast sorgfältig befestigt werden muss. Denn nebst Brücken und Flüssen machen in Papua-Neuguinea den Teilnehmern die alten, noch aus der Kolonialzeit stammenden Gebirgsstraßen erheblich zu schaffen. Von Buckeln, Gräben und Löchern durchsetzt, stellen sie an die Fahrzeuge und an die Fahrkunst die höchsten Anforderungen. Die Italiener Cesare Geraudo und Giuliano Giongo erweisen sich hier als die geschicktesten. Sie gewinnen die erste internationale Camel Trophy. Für Buckel und Gräben gilt der Grundsatz, Buckel rechtwinklig und Gräben schräg überqueren. So können Achse, Federung und Kraftübertragung am besten zusammenspielen. Und auch hier gilt das Ganze immer so langsam wie möglich. Rinnen sollten so zwischen die Räder genommen werden, dass der Wagen waagrecht bleibt. Die einzelnen Phasen. Senkrechte Auffahrt auf den Hügel, die Räder bleiben am Boden. Dann abwenden nach rechts, diagonale Überquerung des Grabens, drei Räder geben genug Traktion ab. Wieder rechtwinklige Auffahrt auf den nächsten Hügel und waagrecht dann die Längsfahrt über eine Rinne. Langsam. Ein ganzes Kamerateam hat bequem Platz darunter. Die ganze Passage nochmals im Zusammenhang. Buckel rechtwinklig. Graben schräg, nochmals ein Buckel und die Rinne. Wellenmulden können so lange quer überwunden werden, als keine Gefahr besteht, dass das Chassis aufliegt. Und so ein Missgeschick passiert oft schneller, als einem lieb ist. Beachten Sie, wie die gleiche Stelle bei genau gleicher Kameraposition diagonal problemlos zu schaffen ist. Die ganze Theorie erweist sich allerdings bei anderer Bodenbeschaffenheit als wertlos und falsch, zum Beispiel auf Sand. Einem solchen Sandhügel ist weder senkrecht noch diagonal und schon gar nicht langsam beizukommen. Innerhalb kürzester Zeit frisst sich das Rad in den weichen Sand hinein. Bis jetzt hieß es immer, so langsam wie möglich, doch hier gilt jetzt der zweite Teil des Tempogrundsatzes, so schnell wie nötig. So geht's. Die vierte Camel Trophy findet erstmals in Afrika statt, genauer in Zaire, dem ehemaligen Belgisch-Kongo.
Auf den 1000 Meilen von Kinshasa nach Kisangani, mitten durch den Urwald, werden erstmals Landrover eingesetzt, die zusätzlich mit Überrollbügeln, Dachträgern und Winden ausgerüstet sind. Diesmal beteiligen sich bereits 7 Länder mit je einer Mannschaft, und zwar Deutschland, Italien, die Niederlande, Spanien, Portugal, die Schweiz und Hongkong. Die extremen klimatischen Bedingungen, 45 Grad im Schatten bei 95% Luftfeuchtigkeit und die Schwierigkeit der Route, machen die vierte Camel Trophy zu einer der härtesten der Geschichte und zu einer der gefährlichsten. Als ein Journalist ausgerechnet auf dem brütend heißen Kühler eines Landrovers einen heißen Tee zubereiten will, kommt es zu einem bisher einmaligen Zwischenfall. Innerhalb Sekunden steht der Landrover in Flammen. Das beherzte Abschleppen des brennenden Wracks verhindert zwar ein Übergreifen des Feuers auf das Dorf, aber das Fahrzeug ist nicht mehr zu retten. Die häufigste Ursache für Zeitverlust sind dieses Mal umgekippte Fahrzeuge. Ermüdende Bergungsaktionen sind die Folge, aber gemeinsam schafft die Camel Trophy Familie dennoch das Klassenziel. Als Sieger mit den meisten Wertungspunkten in den Spezialprüfungen geht das holländische Paar Henk Brond und Frans Heye aus dem Wettbewerb hervor. Neben den außerordentlich strapaziösen klimatischen Bedingungen und den für Camel Trophies schon fast üblichen Dschungelproblemen sind es hier in Zaire in allererster Linie die extrem ausgefahrenen Straßen, die den Teilnehmern das Letzte abverlangen. Ob auf steinhartem Sand oder in knietiefem Morast, es muss immer wieder in extremer Schräglage gefahren werden, an der Grenze des Machbaren, haarscharf am Kipppunkt. In diesen Grenzbereich kommen sie im Normalfall nicht. Ein natürliches inneres Balancegefühl verhindert, dass sie den kritischen Punkt überschreiten. Allerdings müssen sie die Bodenbeschaffenheit und die Möglichkeit des Abrutschens immer genügend im Auge behalten. Bei engen Passagen genügt es nicht, das seitliche Abrutschen der Räder zu verhindern. Bei einem Wechsel der Schräglage kann sich der oberste Teil des Wagens extrem weit auf die andere Seite neigen. Das gilt es frühzeitig zu erkennen und zu berücksichtigen. Wenn rutschiger Boden dazukommt, sei er gefroren oder weich, glitschig oder sandig, müssen Sie immer beide Faktoren, also die Rutschgefahr und die größere seitliche Auslage, berücksichtigen. Eine breite Lücke, in die Sie normalerweise problemlos hineinparken können, wird plötzlich eng. Oben ist mehr als genug Platz vorhanden und unten bleibt keine Manövriermöglichkeit mehr. Da genügt ein kleiner, ruppiger Bremser, um das Manöver scheitern zu lassen. Seien Sie also nicht zu stolz, einen solchen Fehler frühzeitig einzugestehen und das Manöver von vorne zu beginnen, bevor Sie endgültig festsitzen. Ganz besonders heikel in Schräglagen ist sandiger Untergrund. Die extrem ungleiche Belastung der Räder wirkt sich schneller aus, der Wagen beginnt nach unten wegzurutschen und Steuerkorrekturen sind kaum mehr möglich. Und dann kann es passieren, dass auch rückwärts nichts mehr geht. Ein ungemütlicher Parkplatz. Überlegen Sie es sich also immer sehr gut, bevor Sie eine extreme Schrägfahrt wagen. Und brechen Sie nötigenfalls ein Manöver lieber ab, bevor Sie festsitzen. Sonst müssen Sie unser nächstes Kapitel, Winden, in Anspruch nehmen, noch bevor es Ihnen lieb ist.
Als die Camel Trophy zum 5-jährigen Jubiläum nach Brasilien zurückkehrt, sind die Voraussetzungen grundsätzlich anders als 1980. Statt wie damals Sand, Staub und Dürre, geraten die Teilnehmer dieses Mal in Santarém in die Regenzeit. Und die Folgen dieser Regenzeit bekommen die 12 Mannschaften aus Deutschland, Holland, Italien, der Schweiz, Spanien und Belgien während der ganzen 2 Wochen vehement zu spüren. Die Fahrt zwischen Santarém, dem Endpunkt der Camel Trophy 1980, und der Amazonas-Hauptstadt Manaus wird zu einer fast endlosen Schlamm- und Wasserschlacht. Die Land Rover erweisen sich hier einmal mehr als vollkommen geländetüchtig. Kein Wunder, dass ein findiger Organisator ein Rückwärtsfahren im Morast als Spezialprüfung werten lässt. Und diese Spezialaufgabe meistern natürlich nicht alle Teams gleich elegant. Ruhe finden die Abenteurer eigentlich nur dann, wenn ein Verladen des ganzen Trosses auf eine Fähre unumgänglich ist. Angeschlagen erreichen nicht nur die Teilnehmer, sondern auch einige Maschinen das Ziel in Manaus. Aber einmal mehr hat nur der außerordentliche Teamgeist das praktisch Unmögliche möglich gemacht. Eine weitere Camel Trophy findet ein glückliches Ende. Als die besten Punktesammler gewinnen die Italiener Maurizio Lavi und Alfredo Redaelli die Trophy. Unterwegs sind bei dieser Tour allerdings des Öfteren Zweifel aufgekommen, ob der gesamte Tross Manaus überhaupt erreichen würde. Nie zuvor mussten Teilnehmer und Begleiter derart hart arbeiten, um überhaupt vorwärts zu kommen. An einigen Stellen ist die Transamazonica, die längste Straße der Welt, durch überflutete Flüsse einfach weggespült worden. Und Teamgeist und Härte sind auf eine extreme Probe gestellt, wenn eine in stundenlanger Arbeit fertiggestellte Brücke innerhalb Sekunden wieder weggerissen wird. Mut, Risikobereitschaft und psychische Stärke sind nötig, um solche Situationen zu meistern. Und natürlich eine Anzahl Winden. Vor allem aber auch die Fähigkeit, richtig damit umzugehen und mit kleinstem technischen Aufwand eine maximale Wirkung zu erzielen. Eine neue Brücke, nicht mehr und nicht weniger. Und dann der große Augenblick. Hält die Brücke oder hält sie nicht? Muss eine Camel Trophy erstmals abgebrochen werden? Schaffen wir es oder schaffen wir es nicht? Geschafft. Mit einer Winde an ihrem Geländefahrzeug können sie natürlich eine beträchtliche Anzahl Arbeiten ausführen. Holzstämme zu schleppen dürfte dabei wohl eher selten der Fall sein. Konzentrieren wir uns deshalb darauf, mit der Winde eine richtige Pannenhilfe zu ermöglichen. Beim Abspulen des Windenseils sollte immer Zug auf dem Stahlseil sein, um ein Verhaspeln zu verhindern. Stellen Sie Ihr Fahrzeug möglichst genau in jene Richtung, aus der Sie das havarierte Auto heranziehen müssen. Und achten Sie darauf, dass das Zugseil am richtigen Ort befestigt wird. Lassen Sie das zu bergende Fahrzeug so steuern, dass es immer gerade auf die Winde zufährt. Kontrollieren Sie immer wieder das saubere Aufhaspeln der Winde. Aber bleiben Sie in gebührendem Abstand vom Zugseil. Ein Seilriss könnte verheerende Folgen haben. Wenn die Kraft nicht ausreicht,
können Sie mit einer Umlenkrolle problemlos einen Flaschenzug konstruieren. Schon diese einfache Maßnahme verdoppelt die Kraft Ihrer Winde. Bei großer Krafteinwirkung empfiehlt es sich, das Zugfahrzeug genügend zu sichern. Und nochmals, gerade bei so großem Kraftaufwand, genügend Abstand halten vom Windenseil. Mit einer genügend starken Verankerung können Sie sich aber auch selbst aus einer ungemütlichen Lage befreien. Wie Weiland Baron Münchhausen können Sie sich damit, wenn auch nicht an den Haaren, aus dem Dreck ziehen. Unterstützen Sie, wenn es noch geht, die Zugwirkung mit eigener Motorenkraft und lassen Sie, wenn immer möglich, das Aufwinden des Stahlseils überwachen. Reinigen Sie hinterher das Stahlseil und rollen Sie es sorgfältig wieder auf. Benutzen Sie dabei unbedingt geeignete Arbeitshandschuhe. Die feinsten Risse im Stahlseil können unangenehme Verletzungen der Hände hervorrufen. Nur so ist Ihre Winde genau dann innerhalb Sekunden einsatzbereit, wenn Sie, wie das Kamerateam bei den Dreharbeiten, es plötzlich und unerwartet nötig haben. In den indonesischen Raum kehrt die Camel Trophy 1985 zurück, auf die zweitgrößte Insel der Welt nach Borneo. Die Bevölkerung kann die bis heute größte Camel Trophy Armada begrüßen, die je an diesem Abenteuer teilgenommen hat. 16 Zweierteams aus Deutschland, Italien, Holland, Belgien, Spanien, der Schweiz, dazu Brasilien und Japan. Und das Interesse ist riesig. In Borneo gibt es vorerst die üblichen Camel-Trophy-Szenen. Schwierige Straßenverhältnisse, gemeinsame Behebung von kleineren und größeren Schwierigkeiten. Hitze, Stress. Außerordentlich und unvorhergesehen ist dann aber die Helikopterluftbrücke, die den ganzen Tross über ein völlig überflutetes Sumpfgebiet transportieren muss. Das heißt, Mehrarbeit vor allem am Fahrzeug. Zwecks Gewichtseinsparung müssen an den Land Rovern sämtliche Türen und aller Ballast ab- und wieder aufmontiert werden. Tut es gut, die Stunden zu genießen, welche nur die Camel Trophy als letztes wirkliches Abenteuer ebenfalls vermitteln kann. Was aber die 1000 Meilen zwischen Samarinda und Balikpapan zur härtesten Camel Trophy aller Zeiten werden lässt, ist das Wasser. Am Ende der Regenzeit steht fast die ganze zu Indonesien gehörende Provinz Kalimantan mehr oder weniger unter Wasser. Bei diesen Verhältnissen erst zeigt sich die wahre Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine. Die Deutschen Heinz Kalin und Bernd Strohdach gewinnen diese Camel Trophy. Die Brasilianer werden von den Teilnehmern zum hilfsbereitesten Team gewählt und gewinnen damit den erstmals ausgesetzten Team Spirit Award.
Mit einem dieselbetriebenen Camel Trophy Land Rover kann man im Prinzip fast beliebig tief durchs Wasser fahren. Im Prinzip. Voraussetzung ist allerdings, dass man wieder herauskommt. Sonst nützt auch der schönste Schnorchel zu erkennen vorne bei der Windschutzscheibe nichts. Mit einem Modell mit Benzinmotor können Sie immerhin radtiefe Wasserstellen ebenso problemlos passieren. Sie sollten allerdings diese Tiefe und die Bodenbeschaffenheit kennen oder vorher genau ausloten. Wenn Sie mit einem Benziner tiefer eintauchen wollen, sollten Sie Ihr Fahrzeug, sei es ein Land oder Range Rover, vorher entsprechend vorbereiten. Am Stirnradgehäuse steckt in einem Blindgewinde ein Pfropfen. Schrauben Sie ihn heraus und verschließen Sie damit das Stirn- oder Steuerradgehäuse, um so das Eindringen von Wasser zu verhindern. Im Werkzeugetui finden Sie einen Ablassstopfen. Schrauben Sie diesen in das Schwungradgehäuse oder in die Kupplungsglocke. Beide Vorkehrungen verhindern ein Ausschwemmen der Schmiermittel. Lockern Sie schließlich den Keilriemen am Ventilator, um im Wasser keinen zusätzlichen Widerstand hervorzurufen. So können Sie auch tiefer eintauchen. Allerdings nur etwa bis Scheinwerferhöhe. Und wenn Sie dabei das Tempo so dosieren, dass hinter der Bugwelle ein Wellental entsteht, so bleibt Ihre Zündanlage trocken und funktionstüchtig und auch der Luftfilter gerät nicht unter Wasser. Fließende Gewässer sollten Sie nicht quer zur Fließrichtung, sondern etwa in einem 45-Grad-Winkel überqueren. Damit bieten Sie der Strömung bedeutend weniger Angriffsfläche als im rechten Winkel. Achten Sie aber auch so auf die Bodenbeschaffenheit und dosieren Sie entsprechend Ihr Tempo. Schlammiger Untergrund muss in forschem Tempo, steiniger wie in diesem Beispiel hingegen langsam überwunden werden. Vergessen Sie nicht, nach dem Bad den Keilriemen wieder zu spannen und die vorher gestopften Löcher zu öffnen. Vor allem aber kontrollieren Sie die Funktionstüchtigkeit der Bremsen, da nasse Bremsbeläge vorerst rutschig sind. Nach der Wassertrophy von Borneo bietet Australien 1986 wieder etwas Neues. Hinreißende Stimmungsbilder, tagelange Fahrten in völliger Abgeschiedenheit und Einsamkeit in Steppen, Wäldern, Savannen und Wüsten im Norden des 5. Kontinents. Diesmal nimmt die Rekordzahl von 14 Ländern teil, aber alle sind nur noch durch ein Team vertreten. Obwohl Australien der trockenste Kontinent der Erde ist, hat der Camel Trophy Tross doch wieder seine liebe Mühe mit dem Wasser. Einen ganzen Tag verliert die Trophy-Familie allerdings bei einer weiteren Novität in der Geschichte der Camel Trophy. Der ganze Konvoi muss mit Schlauchbooten über einen Fluss übergesetzt werden.
Es ist wohl die lustigste, romantischste und ausgelassenste Camel Trophy bisher. Mit einem ausgelassenen Fest für die französischen Sieger Jacques Mambre und Michel Courvalet und die australischen Gewinner des Team Spirit Award, Glenn Jones und Ron Beck, geht die Camel Trophy 1986 in Darwin zu Ende. Womit die Teilnehmer an der Australien Trophy am meisten zu kämpfen haben, ist das Fahren im Sand. Ob steil, zerklüftet oder weich, immer wieder müssen sie sich mit den Tücken dieser perfiden Unterlage auseinandersetzen. Oft sogar intensiver, als ihnen lieb ist. Sand sieht, wenn man ihn auf ebenem Boden und unberührt befährt, sehr unproblematisch aus. Im Gegenteil, er lädt geradezu zum Befahren ein. Kaum wird es aber nur ein bisschen steil oder abschüssig, beginnen schon die Schwierigkeiten. Die Räder drehen durch und graben sich augenblicklich ein. Als erste Maßnahme empfiehlt es sich, den Reifendruck zu vermindern. So sieht der vollgepumpte Reifen aus. Wenn der Luftdruck auf knapp über eine Atü nachgelassen hat, weitet er sich am Boden sichtbar aus und bietet somit eine größere Auflagefläche als zuvor. Und die Zeitlupe verdeutlicht es, der Reifen passt sich besser dem Untergrund an. Aber selbst bei vermindertem Luftdruck bleibt das Fahren im Sand heikel. Scharfe Steuermanöver führen beispielsweise oft sofort zum Tempoverlust, zum Stillstand und damit zum Festsitzen. Nicht immer ist der Weg zurück so einfach einzuschlagen wie in diesem Fall. Und auch das im Sand anzustrebende regelmäßige und nicht zu langsame Tempo führt in diesem Fall, wie schon in der Lektion Schrägfahrt demonstriert, nicht zum Erfolg. Als ob er es gespürt hätte. Der Blinker zeigt die Richtung an. Grundsätzlich sollten Sie beim Fahren im Sand darauf achten, auf keinen Fall zum Stillstand zu kommen, ein Abrutschen mutig mit dem Nachgeben im Steuer zu beantworten und mit viel Fußspitzengefühl und wenig Gas zu operieren. Dann kann es gerade noch reichen. Nach 4 Land Rover-Jahren werden für die 8. Camel Trophy in Madagaskar wieder Range Rover eingesetzt. Wieder erleben Mannschaften aus 14 Ländern das Aufeinandertreffen verschiedenster Kulturen, unterschiedlichster Zivilisation und natürlich die Auseinandersetzung zwischen Natur und Technik. Die am Äquator gelegene Insel im Indischen Ozean bietet bei ihrer Durchquerung von Nord nach Süd zwischen Diego Suarez und Port Dauphin
eine Fülle von typischen Camel-Trophy-Aufgaben. Am meisten zu schaffen macht den Teilnehmern wieder einmal das Klima, denn das Wetter kann sich hier innerhalb Sekunden von eitel Sonnenschein zu sinnflutartigem Regen ändern. Da ist dann jede Kopfbedeckung gut genug, um sich das Gröbste vom Leibe zu halten. Aber auch in Madagaskar schaffen es die 14 Teams, unter Aufwendung aller Möglichkeiten und unter Ausschöpfung aller Fantasie, vollzählig das Ziel in Port-au-Prince zu erreichen. Zum dritten Mal gewinnt mit Mauro Miele und Vincenzo Tota ein italienisches Team die Camel Trophy. Die Spanier Puig und Mutane werden als hilfsbereiteste Mannschaft ausgezeichnet. Eine der Sonderprüfungen in Madagaskar besteht darin, nach einer flachen Anfahrt auf offenem Feld einen steilen Hügel zu erklimmen. Dort wird nicht nur die Zeit gemessen, auch die Art und Fahrweise werden bewertet. Einige Teams können mit ihrer Leistung durchaus zufrieden sein. Die Japaner und auch die Schweizer wirken nach überstandener Sonderprüfung zuversichtlich. Andere hingegen haben mit dem Steilhang so ihre liebe Mühe. Bevor Sie einen Steilhang befahren, schätzen Sie die Länge und die Steilheit ein und wählen Sie den richtigen Gang. Meist ist es der zweite oder dritte. Nehmen Sie dann in der Ebene etwas Anlauf, sodass Sie das Gas im Steilhang zurücknehmen können. Das verhindert ein Durchdrehen der Räder. Sollten Sie wegen falscher Gangwahl oder glitschigem Boden die Kuppe des Hammes nicht erreichen, so beschränken Sie sich auf keinen Fall darauf, mit der Bremse die Räder zu blockieren. Nicht immer rutschen Sie so problemlos ab wie hier. Der Wagen ist unkontrolliert. Würden Sie den Motor lieber ab, schalten Sie sofort in den Rückwärtsgang, drehen Sie den Zündschlüssel und führen Sie das Fahrzeug kontrolliert zurück. Wenn Sie es beim nächsten Anlauf richtig machen, achten Sie darauf, dass Sie zuoberst möglichst langsam über die Kuppe schleichen, da Sie nicht sehen können, was Sie oben erwartet. Bevor Sie den Hang bergab fahren, steigen Sie aus, um sich zu vergewissern, dass in der Talsohle der Weg frei ist. Die Kühlerhaube verdeckt auf der Höhe die Sicht nach unten und nach dem Abkippen in den Steilhang kann es zu spät sein. Nach der Kontrolle legen Sie immer den ersten Gang ein und rollen langsam den Steilhang hinunter, ohne zu bremsen. Sogar leichtes Gas geben im Hang kann nötig sein, um ein Rutschen zu vermeiden. Aber nie die Bremsen. Müssen Sie im Steilhang wenden, kombinieren Sie einfach die beiden Elemente. Sie fahren schnell genug hoch, kommen möglichst langsam zum Scheitelpunkt, schalten hier zurück in den ersten Gang und rollen ungebremst ins Tal. Genieren Sie sich nicht, im Scheitelpunkt zum Schalten anzuhalten. Aber achten Sie darauf, mit dem höher liegenden Vorderrad nicht über die Böschung oder andere Hindernisse zu fahren. Nur das könnte im Scheitelpunkt gefährlich werden. Denn in extremer Schräglage genügt ein bergseitiger Stein, um den Schwerpunkt des Wagens so zu verlagern, dass Sie kippen. Mit
Mit Sulawesi, dem früheren Celebes, wird in der 9. Camel Trophy zum dritten Mal Indonesien berücksichtigt. Gerade Indonesien bietet mit seinen über 1300 Inseln im Äquatorbereich und seiner dünnen Besiedlung ideale Voraussetzungen für die Camel Trophy abseits der Zivilisation. Und dennoch können die Land Rover auf ihrem Weg von Manado nach Ujung Pandang gelegentlich den Einheimischen ihre Hilfe anbieten. Meist haben sie allerdings mit sich selbst genug zu tun, denn Sulawesi mit seinem zerklüfteten, schwer zugänglichen Bergland wird zu einer Härteprüfung sondergleichen. Schrecken erleben die Belgier, als ihr Fahrzeug Zentimeter über einem tiefen Abgrund zum Stehen kommt. Und der Schock sitzt tief. Tja, da bleibt nichts anderes übrig, als das gemeinsame Abschleppen des havarierten Fahrzeugs. In einer einzigen Nacht wird ein ganzes Differential ausgewechselt. Aber auch andere Reparaturen fallen für Camel Trophy Teilnehmer an. Der türkische Zahnarzt Galip Gurel setzt mit einem Zweikomponentenkleber einen abgebrochenen Zahn ein. Galip Gurel kann aber nicht nur Zähne flicken, er kann auch Gelände fahren. Und wie? Er und sein Landsmann Ali Divezi werden Sieger der 9. Camel Trophy. Die Engländer Benson und Day gewinnen den Team Spirit Award. Auf den wilden Bergstraßen von Sulawesi kann nur bestehen, wer die Geduld hat, langsam zu fahren. Jeder Meter muss sorgfältig überwunden werden, um Schäden an Mann und Fahrzeug zu verhindern. Wer es mit Gewalt oder Tempo versucht, kommt unweigerlich in Schwierigkeiten. Entweder nimmt das Fahrzeug Schaden oder die Köpfe der Fahrer. Was den Camel Trophy Teilnehmern recht ist, muss ihnen billig sein. Holprige, steinige Abschnitte müssen einfach im Schneckentempo bewältigt werden. Aufhängung und Federung sind gut ausgerüstet dafür. Sie müssen mit dem Gasfuß Ihren Teil dazu beitragen. Größere Brocken sollten Sie auch bei diesem Tempo meiden oder dann mit den Rädern darüber fahren. Denn unter dem Fahrzeug ist, wie Sie wissen, am wenigsten Platz. Und auch dieses Manöver langsam ausführen. Auch hier gilt, zum Schutz des Fahrzeugs, aber auch zum Wohl der Umwelt, suchen Sie sich den Weg des geringsten Widerstandes. Versuchen Sie nicht, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Eine ruhige, langsame, möglichst gleichmäßige Fahrweise ist hier angebracht.
So kommen Sie und Ihr Fahrzeug unbeschadet ans Ziel. Und Sie können daran denken, sich für die nächste Ausscheidung zur Camel Trophy anzumelden. Denn nach diesem Fahrkurs sind Sie, zumindest fahrerisch, gerüstet. Richtig, die 10. Camel Trophy findet nicht in Europa statt, sondern wieder in Brasilien, dem Geburtsort der ganzen Camel Trophy. Aber Schnee und Eis wären durchaus dazu geeignet, dieselben Eigenschaften bei Mensch und Maschine zu testen, die auch im Urwald nötig sind. Härte, Geschick, Ausdauer und Improvisationsfähigkeit. Auch im Schnee kann ein Range Rover mehr als andere, aber auch er kann nicht alles. Die physikalischen Grundgesetze gelten auf vereisten Straßen auch für 4x4. Sie können eine Kurve nicht schneller durchfahren als mit einem konventionellen Fahrzeug. Sie werden aus der Kurve getragen. Und auf hartem Schnee oder gar Eis drehen auch vier Räder bei Vollgas einfach durch. Beim Bremsen schließlich rutschen sie bei blockierten Rädern genauso hilflos über das Eis wie eben. Blockiert nützt auch ein Vierradantrieb nichts. Im Schnee müssen sie es halten wie der Bauer mit seinem Stier. Geben sie lieber etwas nach und verwenden sie dann viel Finger- und Fußspitzengefühl, um ihn in jene Richtung zu lenken, die sie wollen. Bergauf heißt das zum Beispiel. Fahren Sie mit möglichst wenig Gas in einem möglichst hohen Gang. Und auch das immer nur so schnell, dass Sie problemlos, ohne zu rutschen, die Kurven erwischen. Auf keinen Fall sollten Sie nach der Kurve stark beschleunigen. Zu schnell dreht der Wagen durch und Sie bleiben stecken. Bergab sollten Sie jedes Bremsen vermeiden. Bleibt Ihnen dennoch nichts anderes übrig und Sie kommen ins Rutschen, lassen Sie das Bremspedal sofort los und versuchen Sie mit Steuer- und ruckartigem Bremsen den Wagen in den Griff zu bekommen. Am sichersten fahren Sie aber auch Vierrad angetrieben bergab, wenn Sie einen so tiefen Gang wählen, dass Sie die Geschwindigkeit nur mit dem Gas regulieren können, ohne die Bremse zu benutzen. Und bergab gilt für das Kurvenfahren im Schnee dasselbe wie bergauf. Wegen des hohen Schwerpunktes sind Geländewagen besonders rutschgefährdet. Stellen wir uns also vor, eine der nächsten Camel Trophies fände in den Alpen, in den Rocky Mountains oder im Himalaya statt. Auch da gäbe es viele fahrerische Probleme zu lösen. Dazu harte körperliche Strapazen, eisige Kälte statt brütende Hitze, Schneestürme statt Monsunregen. Und auch dabei gäbe es bei aller Härte sicher Augenblicke höchsten Glücks, wundervolle Landschaften, wertvolle Begegnungen. Auch dabei gelte es vielleicht in einer Sonderprüfung eine verschneite Ebene zu durchqueren, wo ein 4x4 zwar problemloser vorankommt als ein normaler PW, wo es aber darauf ankommt, die Schneehöhe richtig einzuschätzen, die Route richtig zu wählen, das Tempo richtig zu dosieren, kurz, wo nur der perfekte Geländefahrer bestehen kann. Und dabei kämen sicher auch jene Situationen immer wieder vor, die wir nun vom Wasser, vom Morast, vom Dschungel her kennen, dass ein Fahrzeug stecken bleibt. Das Filmteam nahm sich die Camel Trophy Philosophie zu Herzen und löste das Problem auf eine adäquate Weise, mit Teamwork. Okay,
Vielleicht hat auch Sie dieser Film so weit gebracht, dass Sie sich von der Camel Trophy angesprochen fühlen. Melden Sie sich doch an.